Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Fische, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Das Krokodil können wir hier schon sehen, das ist euer Krafttier für diese Zeitspanne. Transformation ist eure Hauptenergie. Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tiefsitzende Wunden finden Heilung. Hört sich schon mal sehr interessant an und auch sehr verheißungsvoll. Die erste Karte in diesem Reading ist die 10 der Kelche. Die 10 der Kelche ist eine sehr positive Karte. Es dreht und handelt sich häufig um Wünsche, Ziele und auch um Vorhaben oder Anliegen, die realisiert werden können oder vielleicht auch schon bereits konnten. Man ist hier am Ziel angelangt. Man hat das Ende einer Reise, die am Anbeginn sehr vielversprechender Natur war, schon vielleicht bereits beschritten. Manchmal könnte man hier auch kurz vor dem Erreichen eines Zieles, Wunsches oder Traumes stehen. Die 10 der Kelche steht weiterhin für Glück, für Wohlstand, Harmonie, manchmal Zufriedenheit. Darüber möchte ich mir natürlich noch durch die Klärung und Spiegelung mehr ansehen. Hier haben wir den Herrscher. Der Herrscher ist in einem allgemeinen Tarot-Reading stets für jene repräsentiert, die hier einen ganz bestimmten Menschen haben, den sie hoch gewichten, den sie wertschätzen, der für sie sehr wichtig ist. Es ist das klassische Gegenüber im Tarot und der Herrscher hat häufig auch einen gewissen Einfluss. Ob man will oder nicht, man denkt häufig an einen ganz bestimmten Menschen, vielleicht ist man auch in einer gewissen Form und Weise abhängig von jemandem, auch das kann sein. Aber dieser Herrscher muss nicht Traummann oder Traumfrau oder Partnerin oder Partner sein. Das kann auch der Chef auf der Arbeit sein. Das kann ein Familienoberhaupt sein. Der beste Freund oder die beste Freundin wäre hier ebenso denkbar. Definitiv ein Mensch, der einem nicht egal ist. Mit diesem Menschen oder Bezug nehmend auf diesen Menschen, hier mit dem Herrscher neben den 10 Kelchen, gibt es so manche Wünsche, so manche Ziele, so manche Vorstellungen, die man entweder noch in die Tat umsetzen möchte, also quasi diese Träumereien und Schwärmereien. Es wäre aber auch gut und gerne möglich, dass man so einige Ziele mit einem ganz bestimmten Menschen im Zusammenhang schon bereits hat erreichen können, dass das Ganze eventuell schon bereits passierte. Auch darüber oder gerade über ihn oder sie hier will ich noch mehr in Erfahrung bringen. In der Mitte des Readings oben haben wir jetzt hier eine ganz klassische Vergangenheitskarte. Die 6 der Kelche ist das. Das ist eine der ganz wenigen positiven Vergangenheitskarten im Tarot. Denn hier steht eine schöne Zeit dargestellt, in der Vergangenheit durchlebt von mindestens 2 Personen, die eine gewisse Einigkeit, eine gewisse Einheit oder ein Team gebildet haben. Diese beiden abgebildeten Personen hier, die sind recht wohlwollend sich gegenüber eingestellt, die sind hilfsbereit, loyal, freundlich, höflich, zuvorkommend. Man kann hier von einem sehr positiven zwischenmenschlichen Umgang sprechen, der aber, wie auch schon gesagt, in der Vergangenheit stattfand. Dass man hier eine Hochzeit oder eine Hochphase mit einem ganz bestimmten Menschen schon bereits erleben hat können, die aber hier möglicherweise eher in der Vergangenheit liegt und jetzt sozusagen hinterher getrauert wird. Man erinnert sich häufig daran, man schwelgt in Erinnerungen, das kann man hier auch häufig sagen, denn das Krokodil redet hier auch schon von tief sitzenden Wunden, von Urängsten, Blockaden, die jetzt überwunden werden können. Es kann hier gut und gerne sein, dass diese Ära schon ein Ende bereits gefunden hat, aber gerade die Mitte wird mir darüber noch mehr Aufschluss gewähren.
Der Stern. Es geht hier um Wünsche, um Ziele, um Ambitionen, um Vorhaben. Es geht um etwas, was man umsetzen will, beziehungsweise etwas, wovon man sich Glück oder Wohlstand oder Zufriedenheit verspricht. Der Stern hat derartige Deutungsvarianten als Grunddeutung, sehr ähnlich wie die 10 der Kelche. Beim Stern spricht man aber auch von Klarheit und genauso von der Heilung, die auch schon hier dargestellt ist. Der Stern ist eine von drei ganz klassischen Heilungskarten neben der Mäßigkeit und den 4 der Schwertern und die Spiegelung auf den Herrscher legt nahe, dass es hier in Bezug zu einem ganz bestimmten Menschen etwas zu heilen gibt, etwas zu überwinden, etwas zu akzeptieren, etwas richtig zu stellen, etwas vielleicht auch zu regenerieren. Das kommt ganz darauf an, wie die Zukunftsvorstellungen sind und es kommt ganz darauf an, in welchem Bezug man zu diesem Menschen natürlich auch steht. Es scheint hier etwas Schönes, etwas Zuvorkommendes, etwas Wohlwollendes, etwas Positives in der Vergangenheit mit diesen Menschen gegeben zu haben. Und da man hier von der Regeneration spricht, von den tiefsitzenden Wunden, die heilen können, und ich hier die Heilungskarte habe, scheint mir etwas zwischen euch beide gekommen zu sein, zwischen euch passiert zu sein, etwas, womit man möglicherweise nicht rechnete, beziehungsweise etwas, was dann eine schöne Zeit, eine Art Hochphase vielleicht sogar hat abrupt enden lassen. Das sind jetzt alles noch Beispiele und natürlich auch nur noch Vermutungen, denn ich sehe hier noch nicht wirklich so eine Art Breakup, so eine Art Streit, so eine Art Konflikt. Hierhin, bis hierhin muss ich sagen, tatsächlich sieht hier alles sehr harmonisch und positiv aus. Die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter ist eine ganz klassische Zerdenkkarte. Man spricht vom Grübeln oder vom Zerdenkermodus auch natürlich. Es kann sich hier um ein Gedankengefängnis drehen und handeln, in dem man hier eine Zeit lang gefangen sein könnte. Man versucht in vielerlei Ecken oder in vielerlei Wege zu denken. Häufig passiert es, dass man diese Gedankengänge nicht bis zum Ende gehen kann. Bei den 8 der Schwertern handelt es sich manchmal auch um einen gewissen Einfluss, also um eine bestimmte Situation oder einen Umstand, der das eigene Denken beeinflusst. Man ist da quasi nicht frei. Ich habe hier die 8 Schwerter auf die 10 der Kelche in der Spiegelung und eine Hochphase, ein Glück, ein Wohlstand, eine schöne Zeit, könnte man auch tatsächlich sagen, wird hier zerdacht und zwar aus einem bestimmten Grund und sicherlich auch aus einem bestimmten Anlass, den ich hier noch nicht ganz sehe. Ich kann ihn hier vermuten mit der Vergangenheitskarte, deswegen könnte ich mich hier so Fragen vorstellen. Warum hat das geendet? Wie hat das alles begonnen überhaupt? Wo war der Fehler? Was hätte man anders machen können? Wie kam es dazu, dass diese Hochphase irgendwann dann wieder abgebrochen ist? Irgendwann dann eine Downphase hat erleben müssen? Wie kam es zu einer Trennung? Wie kam es zu einem Streit? Das sind alles natürlich beispielhafte Formulierungen. Der Page der Münzen. Der Page der Münzen, eine Hofkarte im Erdzeichen. Das ist eine Karte, die man hier im Outcome gut und gerne natürlich dann auch als zukünftige Energie bezeichnen kann. Der Page der Münzen ist eine Hofkarte und zu den Hofkarten muss man natürlich auch sagen, dass es nicht unbedingt ausschlaggebend ist, ob jetzt hier Münzen oder Schwerter oder Kelche oder Stäbe dargestellt sind, denn jede einzelne Hofkarte im Tarot hat ganz bestimmte Charakteristiken, die entweder auf einen selbst oder auf einem Mitmenschen oder vielleicht sogar mehrere im Resonanzfall zu beziehen sind. Es kann also jedes Sternzeichen auch in jeder Hofkarte dargestellt sein. Der Page der Münzen ist generell der Alleingänger, jemand, der solo unterwegs ist, häufig sich auf Persönliches konzentriert und fokussiert, auch meistens höher priorisiert als das Zwischenmenschliche. Ein Page der Münzen macht sich mehr Gedanken und engagiert sich auch mehr, was persönliche Ziele angeht, zum Beispiel Gesundheit, zum Beispiel Finanzen, zum Beispiel Hobbys oder vielleicht auch das Berufliche. Aber auf das Zwischenmenschliche, also auf das Miteinander, egal ob jetzt mit Freunden oder mit Bekannten oder mit natürlich Partnerin oder Partner, da legt dieser Mensch jetzt nicht den höchsten Wert darauf, nicht höchste Priorität. Entweder ihr oder ein ganz bestimmter Bezugsmensch, den ich hier schon im Herrscher vermuten kann, scheint hier sich in Zukunft so zu entwickeln, zu einem Menschen, der mehr auf sich und weniger dann auf einen ganz bestimmten anderen oder generell auf andere Menschen schaut und darauf achtet. Mit diesem Pagen der Münzen und vor allem mit der Entwicklung oder Veränderung, muss man dann auch schon sagen, und ich habe hier schließlich die Transformation als Hauptenergie, es kann sein, dass sich ein ganz bestimmter Mensch, mit dem ihr engeren Kontaktes wart, mehr und mehr sich abgeschottet hat, mehr und mehr auf persönliches Wert gelegt hat, als auf das Zwischenmenschliche. Und ergo könnte natürlich dann auch diese Zweisamkeit, diese Harmonie, diese
Einigkeit zwischen euch beiden darunter gelitten haben oder möglicherweise natürlich auch darunter leiden, wenn das Ganze gegenwärtig passiert. Die 9 der Kelche. Die 9 der Kelche ist eine sehr ähnliche Karte wie die 10 der Kelche, genauso wie zum Stern. Das sind alles drei Glückskarten übrigens. Das sind alles drei Karten, die auf Wünsche, Ziele und natürlich dann auch auf das Erreichen jener Ziele und Wünsche dann abzielen. Man möchte hier gerade bei den 9 der Kelchen die Bedürfnisse erfüllen von jemanden, aber auch die eigenen Bedürfnisse erfüllt bekommen von jemanden. Und wenn dieser jemand man selbst ist, dann legt man hier mehr Wert auf persönliche Ziele. Dann ist man sich selbst ein Fels in der Brandung. Dann schaut man zunächst auf sich selbst und möchte dann nicht mehr für das Wohl anderer an erster Priorität sorgen, sondern für das eigene Wohl an erster und oberster Priorität sorgen. Das kann sich hier tatsächlich transformiert haben im Laufe einer gewissen Zeit. 9 der Kelche auf 10 Kelche. Ich könnte mir hier ein beidseitig empfundenes Glück vorstellen, was sich natürlich dann auf euch und auf einen ganz bestimmten Bezugsmenschen hier natürlich dann bezieht. Allerdings glaube ich nach wie vor, dass hier eine Art Downphase eingeleitet wird oder bereits wurde, wo man sich etwas entzweit hat, wo man möglicherweise auch unterschiedlichste Interessen dann auf sich alleine gestellt und eben nicht mehr im Team verfolgte. Dieser Verlauf lässt ahnen, dass dieses Glück nicht von längerem Bestand ist oder vielleicht auch schon für manche von euch war. Hier haben wir die Kraft. Mut, Tapferkeit, Zähne zusammenbeißen, Risikobereitschaft. Man kann hier auch von der Abhärtung oder von dem Ellbogen ausfahren sprechen. Die Kraft hat vielerlei Deutungsvarianten. Sie ist auch generell eine optimistische Energie und positive Lebenseinstellung wäre hier ebenso zu vermuten. Die Kraft auf den Herrscher geklärt könnte bedeuten, dass man in Belangen des Herrschers, man könnte sagen, etwas abgestumpft oder abgehärtet sein muss. Man muss hier einiges abkönnen. Ein Herrscher oder generell jeder Mensch bringt natürlich positive, aber auch so ein paar negative Seiten mit sich. Kein Mensch ist perfekt. Ich denke, das werdet ihr sicherlich wissen und auch diese Meinung teilen. Aber der Herrscher, der könnte hier natürlich sehr viele Vorzüge haben. Aber die Nachteile, die Mankos könnte man sagen, oder die Macken oder Tücken, die sind gerade von einem Herrscher manchmal nur schwer zu ertragen. Manchmal muss man darüber hinwegsehen. Manchmal muss man da ein Auge zudrücken, weil gerade ein Herrscher, das ist jemand, der sich meint, immer durchsetzen zu müssen, meint, dessen Wort ist Gesetz, könnte tatsächlich der Machthaber sein, könnte auch jemand sein, der, ich sage jetzt mal, tatsächlich eine sehr standhafte Meinung vertritt und andere Meinungen oder andere Ansichten nicht unbedingt toleriert. Und ein derartiges, man könnte sagen, Machtgehabe könnte hier gut und gerne dem ein oder anderen natürlich dann auch einiges abverlangen. Die Kraft auf den Herrscher bedeutet also, dass an so manchen Ecken und Enden oder in so manchen Zeiten könnte man auch sagen, ein ganz bestimmter Mensch, den ihr nach wie vor hochgewichtet, der euch nach wie vor wichtig ist, allerdings ist dieser Mensch in manchen Zeiten oder angesichts mancher Situationen nur relativ schwer zu ertragen. Das kann ich mir hier auch präsenter Natur sowie auch schon bereits vergangener Natur vorstellen. In der Mitte des Readings auf die 6 der Kelche geklärt haben wir das Ass der Kelche. Ich habe hier generell einige Kelchkarten. Kelchkarten hier, hier, hier und hier sprechen von Gefühlen und von Emotionen, die im Ass der Kelche häufig entstehen. Ich sehe hier keine Entstehung, weil dann wäre hier ein Page dargestellt oder ein Ritter und kein Herrscher. Allerdings glaube ich, dass das Gefühle sind, die teilweise unterdrückt werden. Ich glaube, dass das gerade diese Gefühle sind, die hier mit den Urängsten und den alten Blockaden bezeichnet werden. Das Ass der Kelche in der Mitte des Readings stellt eine Art frischen Wind, eine Art Neustart dar oder eben auch wie anders formuliert hier die Transformation, könnte natürlich auch eine Veränderung, ein Ende einer Gewohnheit und natürlich dann gleichzeitig auch einen Neubeginn des Ungewohnten einleiten. Und was man hier nicht gewohnt ist, liebe Fische, ist das ohne einander anstatt miteinander. Bisher war man es gewohnt, alles zusammenzumachen oder jedenfalls vieles zusammenzumachen. Man war es gewohnt, füreinander da zu sein. Man war es gewohnt, an gemeinsamen Zielen, Wünschen und Träumen zu schrauben und sie eben versuchen, in die Tat umzusetzen. Aber es scheint sich hier eine Transformation bei entweder euch oder eurem Gegenüber eingeschlichen zu haben, was jenen Menschen dazu veranlasste, sich abzukapseln, sich abzuschotten, weniger miteinander
und mehr alleine auf sich gestellt, nach vorne zu gehen oder voranzugehen oder sich eben zu konzentrieren und fokussieren. Was darunter leidet, ist natürlich das Zwischenmenschliche, ist natürlich die Einheit. Und wenn man es gewohnt war, im Team zu arbeiten und man sich daran erfreuen konnte, wie man es auch hier schön sehen kann, dann tut es natürlich auch ein Stück weit weh, dass man sich jetzt ein bisschen auf sich alleine gestellt fühlt, dass man möglicherweise nicht mehr ein Teil eines Teams, sondern jetzt eher alleine dasteht. Es scheint mir hier tatsächlich, dass darin nicht unbedingt nur positive, sondern auch die ein oder anderen negativen Emotionen dargestellt sind und unterdrückt werden, so wie es mir hier vorkommt. Sie wollen zwar raus, man möchte hier das Wehklagen äußern, man will hier Dampf ablassen oder Frust ablassen, so könnte man es auch formulieren, aber man hält sich hier doch noch im Zaum, so wie ich das sehen kann. Neun der Münzen. Neun der Münzen ist eine klassische Single-Karte im Tarot. Es dreht und handelt sich hier häufig um den Selbstwert, die Selbstliebe, die Selbstachtung. Man könnte hier auch von Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnissen sprechen. Das sind dann aber spezielle Deutungen. Die Neun der Münzen auf die Kraft in der Spiegelung bedeutet stark sein für sich selbst oder man selbst muss stark sein. Man könnte hier gut und gerne sich eben mit der Kraft in der Spiegelung auf die Neun Münzen ein dickes Fell antrainieren, wenn euch dieser Begriff etwas sagt. Man schraubt an der eigenen Abgestumpftheit, an der eigenen Abhärtung. Man will sich gefasst präsentieren oder man reißt sich zusammen tatsächlich, auf gut Deutsch gesagt. Man, wie gesagt, hat es hier mit einem Menschen zu tun, der seinen eigenen Kopf hat, der seine eigenen Dinge durchzieht und dann nicht unbedingt immer eine hohe Gewichtung auf das Anliegen, auf die Wünsche oder auf die, ja, man könnte auch sagen, Forderungen anderer Wert legt. Das Verhalten, die Neuorientierung oder wie es eben auch schon die Hauptenergie, die Transformation besagt, von einem ganz bestimmten Menschen, die stimmt euch eher trübe, als dass sie euch glücklich stimmen würde. So allgemein muss ich das hier formulieren, weil wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem direkten Bezug hier miteinander steht. Neun der Münzen auf den Stern heißt, mit sich selbst und auch für sich selbst zu sorgen, beziehungsweise auch sich jetzt mehr zwangsweise vielleicht sogar auf eigene persönliche Ziele, Wünsche und Träume konzentrieren zu müssen, obwohl man hier gerne so weitergemacht hätte wie bisher. Das sieht mir hier eher nach einer Art unliebsamer Entwicklung aus, als dass man sich darauf freuen würde, wenn ihr versteht. Die Acht der Stäbe. Das könnte hier natürlich ein klärendes Gespräch sein. Es könnte hier eine Unterredung geben, eine Debatte geben. Man kontaktiert hier möglicherweise jemanden, um so manche Fragen, ja, vielleicht sogar dann auch aufschlüsseln zu können, manche Fragen aus dem Kopf zu bekommen. Ich habe euch hier vom Grübeln und vom Zerdenkermodus schon erzählt und es kann hier natürlich sein, dass man hier nicht jeden Gedankengang zu Ende gehen kann. Man kann sich nicht jede Frage beantworten. Man kann zum Beispiel nicht sagen, wie kommt jetzt vielleicht sogar urplötzlich mein Gegenüber darauf, nicht mehr an unseren gemeinsamen Zielen zu arbeiten, sondern sich jetzt eigentlich nur noch auf sein Hobby zu konzentrieren. Wo bleib ich bei dem Ganzen? Das ist auch so eine Frage, die man sich hier natürlich auch berechtigterweise stellen kann. Aber all diese Fragen, die können hier natürlich dann auch nicht unbedingt beantwortet werden, vor allem nicht auf sich alleine gestellt. Man kann es nicht nachvollziehen. Und ich habe es euch da auch schon gesagt, ein Herrscher, der hat seinen eigenen Kopf, den muss man nicht immer nachvollziehen können, das kann man meistens auch gar nicht, weil man die Gedankengänge oder das Mindset, die Ausrichtung eines Herrschers definitiv manchmal sogar hinterfragen müsste. Ich sehe hier tatsächlich, dass man in Frage stellt, ob das alles, was da in der Vergangenheit stattfand, denn jetzt zu Ende geht, ob man jetzt hier im Begriff ist, jemanden zu verlieren oder etwas, wie zum Beispiel die Zweisamkeit oder die Geborgenheit oder das Füreinander-Dasein, dieses Teamgefüge, dass das jetzt alles den Bach runtergeht. Das sind Ängste, das sind Zweifel, das sind Sorgen, die ihr euch hier machen könnt und man versucht ihnen hier entgegenzuwirken, indem man das Gegenüber kontaktiert, wäre natürlich ein Beispiel zur Rede stellt, dass man hier versucht, auf diversen Arten und Weisen sich unerklärliche Fragen zu beantworten. Ach, der Stäbe auf neun Kelche könnte tatsächlich lauten, worauf kommt es dir an im Leben? Worauf liegt dein Fokus? Was ist dir das Wichtigste? Aber auch diese Fragen, die könnten sich einige von euch tatsächlich auf sich bezogen, auch sich selbst stellen. Der Page der Schwerter.
Der Page der Schwerter, eine Hofkarte im Luftzeichen. Auch hier ist natürlich wiederum die Charakteristik entscheidend. Ich habe hier zwei Pagen im Outcome. Und zwei Pagen miteinander im Bezug bedeutet häufig im zwischenmenschlichen Sinne ein Neustart. Es wäre möglich, dass ihr euch beide, ich sage jetzt mal, neu kennenlernt, neu entdeckt, könnte ich sagen, beziehungsweise auch die neuen Seiten, die sich hier eben transformiert haben im Laufe einer Zeit, wie auch schon gesagt, dass man die kennenlernt, dass man die durchleuchtet, sie analysiert und beobachtet. Der Page der Schwerter gerade ist eben der Beobachter, der Analytiker, könnte man sagen, jemand Zurückhaltendes, Schüchternes, jemand, der im Hintergrund sich eine ganz bestimmte Sachlage anschaut. Das ist jemand, der ein Auge auf jemanden wirft, aber sich nicht unbedingt in den Vordergrund drängt. Eine passive Person, abwartend, manchmal introvertiert, häufig schüchtern. Der Page der Schwerter schaut hier auf den Pagen der Münzen und das ist dieses typische, ich lasse mein Gegenüber mal machen. Ich lasse ihm oder ihr Freiheiten, die er oder sie scheinbar gerade benötigt. Wenn er oder sie jetzt einen auf Alleingänger macht, dann werde ich diesen Menschen zwangsweise erst einmal machen lassen. Das ist so das tendenzielle weitere Vorgehen eurerseits in dieser Situation, es sei denn natürlich, es sind die Rollen vertauscht. Da schrumpft das Interesse nicht und auch nicht die Neugier. Da will man dennoch natürlich ein Teil des Lebens des anderen sein. Das wird in Zukunft auf die eine oder auf die andere Weise weiterhin aber auch so passieren potenziell. Die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ebenso wie der Page der Schwerter, eine Hofkarte im Luftzeichen. Ich habe hier einen ganz klassischen Kopfmenschen darin dargestellt und nach wie vor, wie auch schon gerade gesagt, können die Rollen vertauscht sein. Ich kann euch also nicht sagen, ob ihr hier in der Energie des Herrschers oder in der Energie einer Königin der Schwerter dargestellt seid. Die Königin der Schwerter gilt als sehr fokussierte Person. Es ist die ehrgeizigste Energie, die es im Tarot überhaupt gibt. Die Königin der Schwerter hat weiterhin einen klaren Sachverstand, einen gesunden Menschenverstand, ist meistens sehr intelligent, hat häufig den Durchblick. Und das Problem einer Königin der Schwerter ist, wenn ihr der Durchblick fehlt, dann kann diese Person auch sehr schnell nervös werden. Dann weiß diese Person sich nicht wirklich zu helfen, ist dann sehr viel im Kopf unterwegs und kommt meistens auch nicht voran. Wir haben hier die Linksorientierung einer Königin der Schwerter, das heißt vergangenheitsorientiert. Und wenn ich mir hier die Klärung und die Spiegelung auf 9 Kelche und 10 Kelche anschaue, dann will diese Königin der Schwerter händeringend an einem Glück festhalten, was man bislang hat erfahren dürfen, was man nicht aufgeben will, was nicht den Bach runtergehen soll. Man möchte dem Verschwinden dieses Glückes bestmöglichst Einhalt gebieten. Und das kommt natürlich auch ganz auf den Handlungsspielraum einer Königin der Schwerter an, weil man kann jemanden nicht vorschreiben, wie er oder sie zu leben hat, woran er oder sie jetzt gerade arbeiten soll, was er oder sie gerade vorrangig behandeln soll. Man kann jemanden nicht lenken, nicht steuern. Das ist natürlich dann auch etwas, was man hier als jene Angst, vielleicht auch jene Blockade natürlich bezeichnen kann, weil man hat hier die Angst, ein Glück zu verlieren, nachdem man es sich hat erarbeiten können, nachdem man sich daran schon hat erfreuen können. Was man hat erreichen können, will man auch beibehalten, logischerweise. Und die Blockade, die scheint mir hier tatsächlich in der Energie eines Herrschers dargestellt zu sein, dass er oder sie sich eben in seine persönlichen Angelegenheiten nicht häufig reinreden lässt. Ein Herrscher macht das, was er oder sie für das Beste hält. Und da ist die Blockade einer Zugangsperson ebenso schon dargestellt. Ihr könnt hier versuchen, jemanden den Kopf zu waschen. Ihr könnt hier versuchen, jemanden vom Gegenteil zu überzeugen, vielleicht weiterhin eben diese gemeinsamen Ziele zu verfolgen, anstatt auf sich selbst zu schauen oder persönliche Ziele zu verfolgen. Das kann man versuchen. Aber gerade bei einem Herrscher stößt man da manchmal auf eine Wand oder auf taube Ohren, könnte man auch sagen. Nach wie vor, wie gesagt, es ist auf die persönliche Situation zu beziehen, ob ihr hier im Herrscher oder hier in der Königin der Schwerter dargestellt seid. Der Gehängte. Der Gehängte lässt jetzt wiederum suggerieren, erstens mal, dass die meisten von euch hier drin dargestellt sind. Warum? Weil der den Neptun repräsentiert. Und der Neptun, wie viele von euch sicherlich wissen, euer Herrscherplanet ist, liebe Fische. Energetisch gesehen seid ihr hier drin dargestellt. Und hier triggert ihr zu einer Kopfenergie, die hier definitiv schon die ein oder anderen sehr ehrgeizigen Schritte, was die Zukunft angeht, realisieren will. Ihm oder ihr dabei allerdings ein Stück weit die Hände gebunden sind. Und dieses, die Hände sind gebunden. Wir müssen uns hier bloß den Gehängten mal anschauen, der hier festsitzt, in einer Art Stagnation sich befindet.
wo es heißen könnte, man will weitermachen, man will vorangehen, man will diese Zeit beibehalten, man will nicht, dass das endet. Aber ein Stück weit kann man da nicht jemanden steuern, kann man da nicht jemanden ins Gewissen reden, muss man vielleicht auch akzeptieren oder stark sein. Er oder sie hat jetzt gerade so eine Art Phase, so eine Art, ja, Übergangsphase vielleicht sogar. Ich meine, das wäre dann wünschenswert, dass er oder sie sich dann irgendwann wieder einkriegt oder wieder fängt und dann wieder an den Gemeinsamen anstatt an den Alleinigen arbeitet. Aber das ist etwas, was man hier definitiv noch nicht absehen kann. Es sind Gründe, stark sein zu müssen, stark bleiben zu müssen, gefasst bleiben zu müssen. Und vor allem, was hier noch erschwerend hinzukommt, ist die Unnachvollziehbarkeit eines plötzlich veränderten Tun oder Handelns eines Gegenübers. Ich habe hier auch den Meinungs- oder Perspektivenwechsel und der würde jetzt hier beispielsweise auf den Herrscher bedeuten, dass man hier jemanden bislang blind vertraut hat, dass man hier niemals von jemandem gedacht hätte, er oder sie macht sein eigenes Ding, weil die Zwischenmenschlichkeit, wie man es hier sehen kann, eigentlich wunderbar funktionierte. Es gibt keinen ersichtlichen und nachvollziehbaren Grund für euer Gegenüber, jetzt einen auf Alleingang zu machen, wenn hier das Zwischenmenschliche wunderbar funktioniert. Ich kann diesen Grund hier auch nicht sehen. Viele von euch werden ihn sicherlich nicht verstehen können. Eventuell kriege ich da natürlich noch mehr raus, aber von der Transformation rede ich hier, die nicht auf eurer, sondern auf der Seite des Herrschers dargestellt ist. Es sei denn natürlich, wie gesagt, die Rollen sind vertauscht und ihr seid selbst im Herrscher dargestellt. Die Welt, ja, die Ära. Es beginnt hier meistens ein neues Kapitel, in dem ein altes Kapitel endet. Bei der Welt ist das eine Grunddeutung, es ist eine Übergangsphase tatsächlich, wie auch schon gerade gesagt, eine neue Zeitspanne oder ein neuer Zeitabschnitt scheint hier zu beginnen. Der alte, und ich habe hier die Spiegelung auf einer Vergangenheitskarte, scheint mir ein harmonisches, hilfsbereites, sehr freundliches, höfliches, aufrichtiges Miteinander zu sein. Entweder in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft oder in einem sehr gesunden, ausgeglichenen zwischenmenschlichen Verhältnis. So muss ich es natürlich allgemein formulieren, weil das kann jedweder Bezug zu diesem Menschen hier sein. Aber es ist eben eine Vergangenheitskarte. Und ich habe hier Neustart mit dem Ass der Kelche. Ich habe es euch vorhin auch schon gesagt, dass hier bei diesen Doppelpagen auch Neustart dargestellt ist. Ich habe hier frischen Wind, ich habe hier Transformation. Aber worin ihr noch feststeckt, liebe Fische, ist hier diese Vergangenheitskarte. Diese Zeit, die man nicht missen will, diese Zeit, die man beibehalten möchte. Und man will hier definitiv nicht, dass es bergab geht, der zwischenmenschliche Bezug. Urängste, Blockaden, die Angst davor, jemanden zu verlieren, aber dabei auch eine gewisse Handlungseinschränkung zu haben oder anders ausgedrückt dabei nicht viel machen können. Das sind diese beiden Begriffe hier schon in einem Szenario zusammengefasst. Bitte bedenkt, das müsst ihr auf die persönliche Situation im Resonanzfall beziehen, weil ich weiß nicht, worauf dieser Mensch jetzt den höchsten Wert legt, welche Ziele er oder sie jetzt verfolgen möchte. Ich kann euch sagen, es sind persönliche Ziele hier und hier zu sehen, wobei ihr da eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und genau das war vorher nicht so und genau das soll jetzt auch nicht einfach so hingenommen werden. Allerdings, wie auch schon gesagt, ihr scheint mir da in eurem Handlungsspielraum recht eingeschränkt zu sein. Fünfter Schwerter, das ist etwas, was zwangsweise passiert. Darauf habe ich eigentlich schon warten können, muss ich tatsächlich sagen. Man sucht hier den Fehler bei sich selbst. Das ist ganz typisch für eine derartige Situation. Fünfter Schwerter, Selbstmanipulation, Selbsthinterfragung, Selbstsabotage, manchmal sogar Selbstzerstörung. Soweit würde ich jetzt hier nicht gehen, weil ich hier auch eine Heilungskarte habe, aber fünfter Schwerter, dahinter fragt man, ob man was falsch gemacht hat. Habt ihr etwas Falsches gesagt zu diesen Menschen? Habt ihr euch falsch verhalten gegenüber diesen Menschen? Seid ihr in der Lage nachzuvollziehen, was denn dieser Mensch jetzt potenziell vorhat? Seine Ziele, Wünsche und Träume, könnt ihr die nachvollziehen? Seid ihr im Prinzip in der Lage, klar und deutlich sehen zu können, hier muss jemand alleine durch? Und ihr seid dabei eher Störfaktoren. Ihr seid dabei eher jemand, der diesen Menschen hier stören oder im Negativen beeinflussen kann. Ist es hier an der Zeit, jemanden sein eigenes Ding machen zu lassen, liebe Fische? Oder ist es an der Zeit, tatsächlich dann für das zu kämpfen, was man unbedingt beibehalten will? Das sind schwierige Fragen, die sich hier einige versuchen, durch den Kopf gehen zu lassen, in der Hoffnung, auf eine Lösung zu kommen oder eine Antwort zu finden. Hier die Gespräche und die Kommunikation, die können hier derartig inhaltlich natürlich sich gestalten. Das ist natürlich dann noch beispielhaft zu behandeln.
Aber die fünf Schwerter auf die neun Münzen ist gleichzeitig auch die Hinterfragung, kann ich da etwas tun? Habe ich da einen gewissen Einfluss? Habe ich da überhaupt ein Wörtchen mitzureden bei dieser Transformation, bei dieser Veränderung? Die Antwort darauf scheint mir eher nein als ja zu sein. Aber das ist auch etwas, was mir wahrscheinlich das weiterführende Reading noch etwas genauer verraten kann. Jetzt habe ich hier den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Sie kommt mir hier eher wie die Energie eures Gegenübers vor, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe euch hier in dieser Kopfenergie vertreten, liebe Fische. Ich glaube, ich habe euch hier in einem Ehrgeiz, in einer Art Unbedingtheit vertreten, wo man hier an einem Glück festhalten möchte, was man sich bereits hat erarbeiten können und jetzt natürlich nicht wieder ziehen lassen will. Ergo diesen Menschen, ergo diese schöne Zeit, ergo die Zwischenmenschlichkeit. Ich habe hier die Spiegelung auf den Ritter der Stäbe. Der Ritter der Stäbe ist eine sehr hartnäckige Person. Hier habe ich eine sehr ehrgeizige Person. Ehrgeiz und Hartnäckigkeit sind im Prinzip miteinander verwandt und haben natürlich dann auch sehr ähnliche Auswirkungen auf das jeweilige Gegenüber. Wenn hier eine Art Sturkopf auf einen anderen Sturkopf trifft, ihr wisst wahrscheinlich, was passiert, liebe Fische. Da wird keiner von beiden nachgeben und am Ende verwickelt man sich selbst in einem Streit, ohne dass man das wollte. Ihr habt hier die Meinung, ich will diese Zeit hier beibehalten. Euer Gegenüber hat die Meinung, ich möchte mich mehr auf Persönliches konzentrieren. Und das eine oder auch das andere sind nachvollziehbare Beweggründe für mich als außenstehende Person. Das Problem ist, ihr habt es hier mit unterschiedlichen Mindsets zu tun, unterschiedlichen Ausrichtungen zu tun. Hier ist vergangenheitsbezogen, hier ist es zukunftsbezogen. Hier ist es eher der Ehrgeiz, das zu behalten, was war. Hier ist es die Ambition, etwas zu erreichen, was da noch kommen soll. Und ihr merkt wahrscheinlich, wie aneinander ihr hier vorbeiredet, liebe Fische. Egal, ob es sich hier um ein Familienmitglied handelt, einen Partner oder vielleicht auch einen guten Freund, vielleicht auch den Chef natürlich. Das kann sehr vielseitiger Natur sein. Aber auch diese Argumente, auch diese Unterredung, auch dieses darüber reden miteinander scheint hier mehr Fragen aufzuwerfen, als dass sie beantwortet werden können. Der Page der Münzen nochmals. Interessant, wie ich hier drei Pagen im Outcome habe. Also ich habe es euch gerade schon gesagt oder vorhin, Pagen sind im zwischenmenschlichen Sinne meistens Neustartpotenziale. Und Neustartpotenziale muss natürlich jetzt nicht bedeuten, dass man hier jemand Neues kennenlernt und sich dann von diesem Herrscher verabschiedet oder dieser Herrscher euch dann sozusagen hinter sich lässt und sich mit einem anderen Menschen abgibt. Das sehe ich hier nicht unbedingt so drin. Das wird mir zwar das weiterführende Reading jetzt gleich besser verraten können, aber ich sehe hier einen Pagen der Münzen, den ich euch hier oben schon erklärt habe, was beispielsweise natürlich dann auch eure Energie sein kann. Wenn sich hier schon jemand auf persönliche Angelegenheiten mehr konzentriert und fokussiert, wobei man dann hier als persönliche Energie eher den Kontakt beibehalten möchte, wo man hier als Page der Schwerter, / Königin der Schwerter, wie auch schon gesagt, schon noch ein Auge auf jemanden geworfen hat. Wie geht es ihm oder ihr? Wie kommt er oder sie voran? Wie kommt das Ganze jetzt sozusagen in die Bahnen? Wo wird das alles noch hinführen? Das ist diese Beobachtung und Analyse. Aber es ist nach wie vor ein gewisser Kontakt. Es ist nach wie vor eine gewisse Neugier. Und möglicherweise ist man dann auch natürlich interessiert, wenn er oder sie fertig ist mit seinen persönlichen Angelegenheiten, mit den Dingen, um die er oder sie sich jetzt vorrangig kümmert, ist man dann vielleicht auch selbst wieder dran? Ist man dann möglicherweise wiederum dabei, eine derart schöne Zeit, wie man sie schon einmal erlebt hat, wieder zu erleben? Das ist hier die große Frage, die es natürlich noch abzuwarten gilt. Aber währenddessen heißt es nicht unbedingt für euch, ja, die Füße stillzuhalten und zu warten, bis jetzt jemand seine Träume, Ziele und Wünsche verwirklicht. Natürlich kann man währenddessen, und deswegen ist hier auch noch einmal ein zweiter Page der Münzen dargestellt, sich ebenso auf Persönliches konzentrieren. Das ist das Beste, was man in einer derartigen Situation machen kann. Das Schlechteste, was man machen kann, ist, jemanden jetzt Wochen, Monate oder Jahre lang hinterher zu trauern, wo es einst eine Zwischenmenschlichkeit gab und jetzt eine Art Alleingang hingelegt wird. Da kommt man nicht darüber hinweg. Ich meine, es ist völlig klar, dass das schwerwiegend sein kann, dass das schwierig sein kann und komplex sein kann. Und natürlich ist es komplexer und schwieriger, wenn man diesen Menschen liebt als Partnerin oder Partner, als wenn es sich hier beispielsweise um eure Schwester handelt, die umzieht, oder um eure beste Freundin handelt, die jetzt irgendwie verheiratet ist und kaum noch Zeit für euch hat. Versteht ihr, was ich euch damit sagen möchte? Es kommt auf die Intensität drauf an, es kommt auf euren Bezug per se darauf an. Aber was ihr aus diesen entstehenden Situationen, aus dieser Transformation macht, ist unterm Strich eure Angelegenheit. Ihr könnt so agieren, ihr könnt so agieren. Das ist hier definitiv eure
Entscheidung. Ich möchte mir darüber natürlich jetzt noch ein genaueres Bild machen im weiterführenden Reading, weil ich kann mir hier so viele Entwicklungen und Konsequenzen noch vorstellen, die ein derartiges Handeln natürlich dann auch aufwerfen kann. Ich will hierüber natürlich noch mehr erfahren, mehr Details aufdecken und tiefere Einblicke gewähren. Und solltet ihr euch mit diesen Energien identifizieren können, liebe Fische, ist euch das hier nicht fremd, kommt euch das bekannt vor oder kurz gesagt resoniert das Reading für euch, dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von diesem Video gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, sofern es euch gefallen hat, genauso wie ich mich natürlich über ein Abo freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen, euch kommt es natürlich nicht zum Nachteil. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch weiterhin einen schönen August. Bleibt gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.